Sehr schlechte Nachrichten für Fans amerikanischer TV-Serien, Star Chance Perdomo ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Das ist ein großer Schmerz, weil er so jung war und eine vielversprechende Zukunft hatte. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte: Wir sind zutiefst traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Chance Perdomo aufgrund eines Motorradunfalls vorzeitig verstorben ist. Nach Angaben der Behörden seien keine weiteren Personen beteiligt gewesen. Chance Perdomo wurde am 19. Oktober 1996 geboren. Perdomo wurde in Los Angeles, Kalifornien, geboren. Als Kind zog er mit seiner Mutter nach Southampton in der Grafschaft Hampshire, England. Er besitzt sowohl die britische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und ist von seiner Mutter lateinamerikanischer Abstammung. Perdomo hatte vor, nach seinem Abschluss Jura zu studieren, entschied sich jedoch stattdessen für die Schauspielerei. Chance Perdomo hat sich in den letzten Jahren als Schauspieler einen Namen gemacht. Seit 2018 ist er in der Serie The Chilling Adventures of Sabrina zu sehen. Im selben Jahr spielte er in dem BBC-Film Killed by My Debt mit, für den er sogar bei den British Academy Film Awards als bester Schauspieler nominiert wurde. Die Fans empfinden große Trauer um Chance Perdomo. Ich kann es nicht glauben. Warum musstest du so schnell gehen? Schrieb ein Nutzer unter den Instagram-Beitrag des Verstorbenen, den er erst vor wenigen Tagen gepostet hatte. Er ist im Fitnessstudio zu sehen. Ich werde dich so sehr vermissen. Du bist wirklich ein unglaublicher Schauspieler, kommentierte ein anderer. Mein Herz ist gebrochen. Deine Leidenschaft und deine fröhliche Art haben mich immer inspiriert. Ruhe in Frieden, lautete ein anderer Kommentar. Das Leben ist ungerecht, es ist zu früh, aber deine schöne Seele wird niemals vergessen werden. Mein Beileid gilt den Verwandten. Kamu tuh kata mata nggak kamu channel terus Surya Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video mới hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.